Wir befinden uns hier am Matzleinsdorfer Platz, der zukünftigen U2-Station. 2023 war geprägt von Tunnel- und Vorhebsarbeiten. Es ist immer ein ganz besonderer Moment, wenn man nach so einer langen und intensiven Bauphase mit dem Durchschlag die Kollegen auf der anderen Seite treffen kann und zusammenfindet. 2024 werden wir die Tunnelinnenschale weiterführen, sodass auch der Start der Tunnelvorhebsmaschine beginnen kann.